Hallo und herzlich willkommen zurück zu TwinCraft. Ein paar Tage jetzt nicht gespielt. Wir hatten ein bisschen vorproduziert, aber wir haben trotzdem die letzten Tage nichts gemacht. Ja, heute ist ein besonderer Tag, denn wir haben 32 Level und wir bauen einen kleinen Hühnerstall und zwar genau hier hin. Dafür machen wir erstmal ein paar Erde hier weg. Mein erstes, was hier bauen wird. Ja. Ich habe gedacht, wir machen vielleicht hier so eine schöne. Was? Gartenscheiße oder sowas. Klar. Für ja, den kleines, so, das so kleine ein Grundstück Park hier. Oder so. Nein, ich möchte das. So reingeht. Du kannst so mit dem hier ein bisschen Fenster bauen. Hallo. Ja, ich muss hier reingefallen. Damit Fenster bauen? Ja, das soll halt die Wand werden, ne? Ich das mach ist jetzt. Ton. Ja, das wird die Wand. Ein Glas. Wir machen das hier ein bisschen dann irgendwann hier weg. Dann kann die ein bisschen rausgehen, weißt du? Dass sie ein bisschen schön haben. Ich mach mal 4 hoch, denke ich. Machen wir unten so einen Balken hin, so. Auf der ersten. Was denn Balken? Also meinst du so wie bei Desperado mit so einem Steg? Wo man so hoch geht? Leg mal hier Holz dran. Aber so, dass es genau so. Machen wir sowas, so eine Art. Wer ist das, ey? Rahmen sozusagen und dann erst hier. Dass das aber hier drauf, dass es dann hier der Boden schon ist, dass man das im Haus selber nicht sieht, aber von außen. Weiß ich noch nicht. Ich hab mir gerade auch wirklich gedacht, das sieht bestimmt gut aus. Wenn wir wirklich hier so Stufe, also erstmal machen, dass wir das Haus ein höher setzen. Also ungefähr dann. Dass dann halt Half-Steps kommen. Ich weiß noch nicht, sollen wir die auch aus Dschungelholz machen, ja wahrscheinlich, ne? Ja, warum nicht, ne? Warte. Ich habe mir halt so gedacht, wenn ungefähr, wenn das ungefähr hier. Nee, das ist zu klein, ne? Hier. Was ist das jetzt? Das ist so gesehen die Tür. Da wird dann die Tür rein. Was soll denn hier denn sein, wo wir hier noch Betten haben? Hier ist dann so die Tür, weißt du? Wie klein soll das Haus denn sein? Hier ist doch direkt schon Wasser. Ja, das ist doch nur für Hühner, mein Gott. Ach ja, stimmt. Ich dachte, das wäre dein Haus. Weißt du, dann hier so? Es geht dann auch noch ein bisschen nach da. Ja, dann geht das nee, warte, so. warte. Ich setze das einen nach links. Hier hin. Das heißt, es wird jetzt trotzdem hier anfangen, weil du den Balken noch da unten machst, oder was? Hä? Mach mal den Balken erst noch da drunter. Ja, warte mal. Ich mache erstmal die Außenwände. So. Ich habe schon gar kein Holz mehr. Ja, das sieht eigentlich schon schlecht aus, wenn das da unten noch so dran ist. Oh, schon genau hier noch ein Fenster dran, ey. Quatsch, wir machen da oben einfach so ein kleines Kreuzviereck-Ding da. Ja, als Dach oder was? Ja, es geht so, so hoch wahrscheinlich. So ein Dreieck und da drin machen wir das Fenster rein. Man kann ja auch an der Seite hier im Fenster machen. Okay, ich muss erstmal ein bisschen Dschungel abbauen. Wir könnten auch hier jetzt einfach Zaun machen. Warte. Hier an der Seite, dass das nur von vorne so ist. Und hinten. Ja, warte, ich muss jetzt noch was Holz haben. Wie wird denn der Boden aus was? Ja, ich denke mal so wie das hier, oder nicht? Sicher, dass sie auch. Holz... Haben wir eine Schaufel? Zufälligerweise. Boah, was ist das für ein Geräusch bei mir? What the fuck? Die Soundpacks. Dass sie auf Holz laufen sollen? Sollen wir nicht lieber Sand nehmen? Ich weiß nicht. Sand und Erde vielleicht. So beides davon. Haben wir da noch irgendwo Erde? Ja, 3 Stück. Ich weiß halt nicht. Ja, könnte auch so machen zum Beispiel. Ups. Das ist natürlich groß. Oh, hier ist ein Loch. Ach, hier hast du dein Dings gehabt, deine Mine. Interessant. Hoch, hier war nicht. Hier kommt die Wand schon wieder hin. Weißt du, so. Da ist ein bisschen mehr Erde. Ich hab nur 3 Stück gehabt, deswegen. Ja, aber Erde ist auch. Ja, die laufen doch auf sowas, die laufen doch auf Holz. Hier
Na, lass das. Konnte noch die Tür hin. Ich mach schon mal die Tür. Wie sieht eigentlich eine Truppenholztür aus? Keine Ahnung, bei mir in Textbook halt anders als bei dir, ne? Mach mal den großen Baum hier weg. Jetzt kommt halt die Frage, ne? Guck mal eben. Tür so oder Tür so? Ich würde nach innen sagen, sieht geil aus. So. Okay. Okay, dann wären wir schon mal hier so drinnen. So, der Stall wird dann auch nicht größer wie das hier, denke ich mal. Also hier. Ist das gleich hoch hier, ne? Nee, keine Ahnung, ich bin gerade auf dem Baum. Ja, baust du ab? Mhm. Okay. Nehme ich mir das eine Stück, was ich da gerade gefangen habe. Ah, das muss auf jeden Fall noch höher. Weil wir haben ja jetzt Dings. Ich habe noch einen Sperrhalter gebaut, ne? Ja, ich meine ja nur, weil wir sind ja jetzt auch einen höher gegangen. Da muss das natürlich auch von außen höher. Boah, wie hoch ist der Baum hier? Dann machen wir auf jeden Fall an der Seite, kommt dann auf jeden Fall ein Fenster rein. Ja, und oben halt. Man kann auch auf der Seite zum Wasser zum Beispiel so machen, dass sie vielleicht da reingehen können. So, dass wir da aber so einen Zaun noch drum machen, dass sie halt nicht wegschwimmen von uns. Ja, mal gucken, ne? Wie das wird. Das ist alles spontan. Wir wollen ja ein bisschen Freiheit geben, ne? Ich habe natürlich ein bisschen eben auf YouTube geguckt. Nach vielleicht schönen Häusern. Vielleicht hat jemand was Cooles gemacht, aber mich nicht so angesprochen. Gucken, ob ich den Sprung schaffe. Ich denke mal eher nicht. Ja, war ja klar. Aber ich habe das draufgesetzt. Das ist eine Meisterleistung. Schätz. Machen wir es gleich schon nochmal hier auch. Perfekt. So. Okay, dann machen wir hier unten noch den Rand natürlich dran. So. Hier müsste eigentlich irgendwie eine Treppe runtergehen. Also genauso wie da hinten. So. So, dann brauchen wir noch eine Reihe. Hier im Wasser. So. Ja, hier könnte man ja zum Beispiel jetzt machen, dass hier runter geht, so. Gib mir mal das Gelb. Mach zum Beispiel noch ein paar Hasslets. Jetzt hätten wir hier ein Fenster. Dass hier einfach so ein bisschen runter geht? Nicht hier, nicht hier. Die soll nach hinten rausgehen. Nicht hier. Nein, so, dass sie auch hier im Wasser ein bisschen gehen können. Nein, Mann, die können, brauchen nicht ins Wasser. Natürlich, das sind Hühner. Ja, das sind aber keine Enten. Jo, danke schon. Mach mal hier noch in der Reihe. Warte mal, ich muss mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, hier. So. Nein, oh. Nein, nur. Ja, hab ich vertan damit. Ach, wird wieder nach, komm schnell ins Bett. Ja, ihr seht hier noch, wir waren gerade eben auf dem Bergwerk Labs Server. Irgendwie ist der Chat irgendwie noch da, ich weiß nicht warum. Ja, es ist immer hier. Komm. Ach, du bist schon da. Ja. Gut. Es wird irgendwie so ein Luxus-Hühnerstall. Ich mach mal eben ein paar Zäune auch hier raus, auch am besten, ne? Ja. So. Zack. Haben wir noch eine Türe. Obwohl, warum machen wir solche Türen hier rein? Weil es cooler aussieht einfach. Nee, das ist ja dann Haus. Da müssen Dings rein. Zauntor. Quatsch. Hast du noch Dschungelholz? Ja. Tada. Warte. Ich wollte eigentlich jetzt noch den Holzboden hinsetzen, dann sieht das nicht cool aus mit dem. Ja, gib mir mal eben. Was? Das Holz. Ich hab noch mehr. Ja, ich brauche nur ein bisschen für den Holz. Dings, du weißt schon. Nee.
Wie gehen die nochmal so rum? Ich glaube schon, ne? Nee, andersrum. Okay. Da, da, da. So. Eine kleine Baufolge. Er hat das auch hier so an sich, ne? So. Ich soll, glaube ich, so ein übertriebenes Ding. Voller Überraschungen. Ein Ding. Voller. Dazu später mehr, Schatz. Guck mal, habe ich eigentlich noch die Schere? Weiß ich nicht. Schere, mal gucken. Schere. Nein, da nicht. Auch nicht. Dann mach ich mir mal eben kurz eine Schere. Sieht das was aus? Oder lieber nur oben? Ich kann nur hier, ne? Ich finde, dass das auch rausgenommen das Eisen. Ja, haben wir eine große Scheibe auf jeden Fall. Haben wir noch Glas? Jetzt wieder da. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob er mich jetzt die ganze Zeit gehört. Doch, das Geräusch kam ja gerade erst. Sonst hört man ja noch den Nies. Ja, hast du Sand? 9 Stück noch. Ja, tu mal rein. Ich mach dann eben ein bisschen unser Essen. Wollen wir ein bisschen Laub noch, ne? Laub? Ja, ich hab ein bisschen weggefarmt halt, ne? Okay. Hui. So. Ja, mega komischer Pferdestall, wollte ich gerade sagen. Stall. Ich mach schon mal das Dach. Aus Half-Slabs natürlich. Raus. Denn dann wirkt das hier alles noch viel höher. Ja, natürlich. Ich brauche dann wohl noch ein bisschen mehr davon. Ich habe nicht gewusst, dass das doch so riesig schon ist. So. Na, machen wir mal so viel ungefähr. Ja, 30 Stück sollten reichen. Mach mal schön, wenn ich mal eine Schaufel habe. Haben wir ein schönes Häuschen für die Hühner gemacht. Sagen wir mal, die können da bis hier hinlaufen. Vielleicht glaube ich für die auch schon. Sogar zu weit, ne? Ja, hast du noch Gelb? Nein, ich hab dir das Ganze gegeben. Okay, dann gehe ich eben schnell was farmen. Wie sieht da hinten noch die Manuel? Wir haben... Ja, ich hab mir eben also ein Tutorial dazu angeguckt, wie man so eine Schiebetür macht. Oder eher gesagt, so eine, wie hab ich die genannt? Pistentür. Irgendwie so, hab ich danach gegoogelt. Ja. Das werden wir dann versuchen, irgendwie zu bauen. Also das werden wir offscreen wahrscheinlich machen. Weil wir müssen halt immer wieder dieses Video anmachen, uns angucken. Ja, das werde ich bestimmt nicht sagen, live. Ja, wir können ja darüber reden, wenn es fertig ist, wie wir das gebaut haben und wie lange das vielleicht gedauert hat. Ja. Denn das Video geht nämlich auch schon 12 Minuten, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Weiß ich nicht mehr. So 15 sollten reichen. Zack, kann man ein bisschen Fallschaden. Ich habe ein bisschen den Außen verzadelt, ne? Ja. Ich will auf jeden Fall innen drin ein bisschen so Heubalken Ballen machen. Ja. Damit es ein bisschen schöner ist. Damit die auch zu futtern haben. Ein bisschen irgendwie 2 Kessel machen oder so mit Wasser. Nee. So. Haben wir Fackeln? Ja, haben wir. Machen wir erstmal 2 Fackeln hier hin. Damit der auch nichts drin spawnt. So, aber schon mal. Ich mach dann die Scheiben gerade. Bam. Und der schon noch hier. Kriegen die so richtige schöne Luxus-Villa. Voll die Luxus-Villa, schon sagen. Ja, guck dir das doch mal an. Das ist doch riesig. So. Wie ein paar Hühner. Ups. Wie sieht das aus? Na, ich würde das nicht bis dahin machen. Mach das nur bis hier. Dann sieht das gut aus. Ja, okay. Das passt ja auch parallel zum Boden dann. Ich guck mal gerade, wie lang die Folge hier ist. 15 Minuten. Ich glaube, wir hören jetzt auf, machen in der nächsten Folge weiter. Ich werde das eben mal kurz abfotografieren. Geh mal weg. Mach das später. Und ich jetzt in der Aufnahme hier.
Geh weg da kurz. Mach's doch später, mein Gott. Bin doch schon fertig. So, liebe Leute, das war's dann mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es natürlich wieder über eine positive Bewertung freuen. Das ist der kleine Hühnerstall. Und dann macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Ach ja, und guckt nachher nochmal rein. Wir haben noch ein bisschen PvP aufgenommen. Bis dann. Tschüss.